So, guten Tag. Ich hatte Ihnen versprochen noch, ich mache noch eine Lösungseinheit zu dem Battle zwischen Kraftklub und Kiez. Das war ein sehr schöner Battle im Konzertraum und wahrscheinlich auch etwas überraschend für Kraftklub. Der Fall, dass daraus eine urheberrechtliche Auseinandersetzung wird, ist natürlich fiktiv. Aber wir können uns mal fragen, könnte Kraftklub irgendwas machen gegen diese Verarschung durch Kiez? Und wenn, dann wäre es wie immer die zentrale Anspruchsgrundlage, Paragraph 97, schlagen Sie mal auf. 97 Absatz 1. Der erste Anspruch wäre also der Unterlassungsanspruch. So, dann müsste man Folgendes haben. Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht. Worum geht es hier? Es geht um Musik und Text, also Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2, wenn es um Urheberrecht geht. Wenn wir 2.1 und 1 und Nummer 1 und 2 wissen, dann gilt für solche schönen Künste, die gelten dazu schöne Künste, von der Schöpfungshöhe das Erfordernis kleine Münze. Also man braucht nicht ganz hohe Anforderungen zu stellen, sondern grundsätzlich sind solche Texte in Verbindung mit Musik wohl geschützt. Daneben kommt noch Paragraph 73 zum Tragen, nämlich es könnte ein anderes Schutzrecht betroffen sein, nämlich das Recht ausübender Künstler. Nicht betroffen ist Paragraph 85, Tonträgerhersteller. Zwar ist die Musik von Kraftklub auf Tonträgern festgehalten, aber es geht hier um eine Live-Performance. Also von daher ist es sehr aussichtslos, wenn ein Tonträgerhersteller die Rechte geltend macht. Zweite Voraussetzung steht verletzt in 97.1. Verletzt verweist auf Geld oder Liebe. Also wir fragen uns Urheberpersönlichkeitsrechte oder und Verwertungsrechte. Bei den Verwertungsrechten geht es wohl vor allem um Paragraph 15. Denn in Paragraph 15 sind eine ganze Reihe von Verwertungsrechten genannt. Die körperliche Verwertung und die unkörperliche Verwertung in öffentlicher Form. Es geht hier um das Darbieten eines solchen, erstmal Live-Performance, aber dann auch eine Darbietung bei YouTube übers Internet. Damit geht es also in der Liste von 15 Absatz 2 Satz 2 um das Vortragsrecht 19. Um das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 19a. Und man muss ja vorher eine Kopie erstellen, bevor man bei YouTube irgendwas darbietet. Das heißt, immer in Verbindung mit 16. Dazu kommt noch das ein bisschen in der Luft hängende Recht aus § 23 Bearbeitung und Umgestaltung. Da ist eine Komponente durchaus drin mit Umgestaltung. Wenn wir rübergehen zu den Urheberpersönlichkeitsrechten, ist es vor allem Paragraph 14. Na, da müssen wir Entstellungen feststellen und ob geeignet ist, die berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen zu gefährden, beurteilen wir nach einer Güterabwägung mit Hilfe der Verfassung, Artikel 14 gegen Artikel 14 und Artikel 2. Also für sich genommen, meine ich, liegt vor allem Paragraph 14 sehr nahe. Ne? Also das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Dann Paragraph 97 Absatz 1, dritte Voraussetzung, widerrechtlich. Widerrechtlich verweist nun auf die ganze Checkliste von Statutory Licensing, Collective Licensing, Single und so weiter. Hier kommt vor allem in Betracht, dass wir eine Schranke haben, nämlich die neuen
Paragraph 51a. Da steht jetzt auch drin, man darf alles tun für die Zwecke Persiflage und Pastiche. Ist sehr weit formuliert. Früher war das Paragraph 51, der war immer sehr schwierig zu verstehen, weil er genau verschiedene Unterarten von Werkarten spezifiziert hatte. Wir müssen aber hier den 51a im Lichte des Bundesverfassungsgerichts interpretieren. Berühmte Entscheidung Germania 3. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, man muss so eine solche Schranke im Lichte der Kunstfreiheit, Medienfreiheit und so weiter wohlwollend auslegen. Selbst wenn man keine eigene Aussage trifft, kann diese Schranke helfen. Dafür spricht auch der neue Wortlaut von 51a, der europarechtskonform und verfassungskonform auszulegen ist. Das spricht dafür, dass man so eine Verarschung durch Kiez wahrscheinlich hinnehmen muss. Man kann das aber auch anders sehen. Da müsste man prüfen, Collective Licensing, kann die GEMA hier alle Rechte rausgeben, um solch eine Persiflage zu machen? Wir haben gesehen in den Entscheidungen Karl Orff und die Toten Hosen, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht nicht von der GEMA wahrgenommen werden kann. Die GEMA kann alle möglichen Verwertungsrechte hier rausgeben, aber nicht Urheberpersönlichkeitsrechte freigeben. Da ist also ein Problem, die GEMA kann nicht helfen. Dann bleibt nur Single Licensing, also das wäre äußerst hilfsweise, Single Licensing, also ein Vertrag zwischen Kiez und Kraftklub. Die Tatsache, dass sie an einem solchen Battle teilgenommen haben, könnte zwar eine Einwilligung sein in einen solchen Veränderung des Textes, aber für sich genommen ist eine solche Einwilligung vom Grundsatz in dubio pro auctore geprägt, also wenn kein ausführlicher, eingehender Vertrag vorliegt, würde eine konkludente Einwilligung wahrscheinlich nicht ausreichen. Wenn eine Einwilligung erteilt wäre, käme theoretisch noch in Betracht, dass Kraftklub die Einwilligung zurückziehen kann nach 42 wegen gewandelter Bezeugung. Aber dann müssen sie auch die Kompensation bezahlen, 42 Absatz 3. Das heißt im Ergebnis, man kann über die Schranke auf jeden Fall solche Battle rechtfertigen. Wenn das nicht der Fall wäre, käme ein Unterlassungsanspruch in Betracht und dieser Unterlassungsanspruch bezöge sich auch auf Internetkopien, zum Beispiel im Cache. Daneben besteht noch 97 Absatz 2, Schadensersatz. Da müsste man zusätzlich prüfen, Vorsatz und Fahrlässigkeit. Vorsatz heißt Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung und Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Die hatten die Kiezer kein Bewusstsein der Rechtswidrigkeit, daher Vorsatz ausgeschlossen, aber Fahrlässigkeit, denn jede Verletzung der objektiven Sorgfalt würde runterfallen. Und wenn man bei solchen Battles anderes Material verwendet, dann muss man sich Gedanken machen über die Urheberrechtsordnung, wenn man Musiker ist. Also Fahrlässigkeit wäre auf jeden Fall da. Der Schadensersatz wäre nach der dreifachen Berechnung vorzunehmen und dann sich für eine Schadensform zu entscheiden, also entgangener Gewinn, Verletzergewinn oder fiktive Lizenz. Gegen YouTube besteht dann noch ein Weg über das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz, das neue Gesetz, vorzugehen und vielleicht was zu machen. Da gibt es aber auch Ausnahmen, wann YouTube nicht tätig werden muss, nämlich gerade für Persiflage.
Soweit im Schweinsgalopp, einem Durchflug durch die Welt des Musikrätsels im Zeitalter von Kiez und Kraftclub. Ich hoffe, es hat Ihnen nochmal Spaß gemacht und kann Ihnen helfen, sich besser auf die Klausur vorzubereiten. Vielen Dank fürs Zuhören.